Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zur Vorstellung einer der erfolgreichsten oder der erfolgreichsten Zerstörerklasse der Regia Marina, der italienischen Marine im Zweiten Weltkrieg, nämlich der Soldati-Klasse. Hier bei World of Warships auf Stufe 6 eingepflegt von Wargaming. Die ähneln stark der Maestrale-Klasse und wurden in zwei Serien zu 12 Schiffen geplant, allerdings nicht gebaut. Die erste Serie wurde mit 12 Schiffen komplettiert, die zweite Serie dann mit 7 nur noch gebaut, die anders verbessert worden sind oder verschlechtert, wie man es denn gern sehen möchte. Der Antrieb wurde ein bisschen verringert um 4000 PS, weil er für den Einsatzzweck ausreichend war und man so natürlich Baukosten sparen konnte. Wirtschaftlichkeit war ein wichtiger Punkt. Nur 5 Schiffe der zweiten Serie wurden dann schlussendlich tatsächlich in Dienst gestellt. Und ab 1942 haben diese 4 Einheiten auch deutsche und italienische Radargeräte bekommen. Warum dieses Schiff von Camicia-Nera-Klasse oder eigentlich Soldati-Klasse genannt worden ist, das lässt sich relativ einfach erklären, denn diese Serie, diese Klasse von Zerstörern wurde nach den Waffengattungen, also der Teilstreitkräfte oder anderen militärischen Organisationen Italiens benannt. Im Gegensatz zur Capitani Romani-Klasse, die nach italienischen oder großen italienischen Feldherren benannt worden ist. Wir haben zum Beispiel hier in der ersten Serie die Alpino, das sind die italienischen Alpini-Gebirgsjäger. Wir haben die Artigliere, das sind anders sein, Artilleristen. Die Askari sind die alten Kolonialsoldaten in Afrika. Aviere, das bedeutet Flieger, das ist der unterste Dienstgrad in der Luftwaffe. Bersaglieri, das sind die Angehörigen der Bersaglieri, das ist eine italienische Infanterietruppe, die zu einer der bemerkenswertesten Infanterietruppen in der Geschichte, auch des Zweiten Weltkriegs waren. Es gibt so einen Spruch, ich weiß nicht mehr, wer ihn gesagt hat, ich glaube, ein General, der meinte, der alliierte Soldat hat Respekt vor dem deutschen Soldaten, der deutsche Soldat hat Respekt vor dem Bersaglieri. Es waren eine der wenigen noch im Zweiten Weltkrieg reinen Kavallerieeinheiten, die dann im Laufe der Zeit umgemodelt worden sind. Teilweise motorisiert, aber auch teilweise über den Umweg, und da hört ihr richtig, eines Fahrrads. Ja, wenn man das in der heutigen Zeit sagen müsste, oder mit den Worten der heutigen Zeit, die Bersaglieri waren ein paar der härtesten Ficker, die unter anderem Kavallerieattacken gegen Panzer geführt haben, mit teilweise Erfolg und teilweise wirklichen Erfolg, also an der Ostfront in Russland und auch in Afrika gegen alliierte Panzer, um Zeit zu verschaffen und so weiter. Natürlich haben wir auch die namensgebende für die alliierten Klasse Camicia Nera, die Schwarzhemden, die faschistische Parteigruppe, ist eine andere Geschichte, was sie betrifft. Natürlich auch die Carabinieri dürfen nicht fehlen, eine militärische Polizeitruppe, die in Italien tatsächlich immer noch zur normalen, also die Dienst der normalen Polizei vollführt. Italien ist einer der wenigen Staaten, in dem die Militärpolizei Standardpolizei ist, also nicht die normale Polizei, die Bundespolizei wie in Deutschland oder die Polizei wie in Österreich, sondern da ist die Militärpolizei die Standardpolizei und so weiter. Von Corazzieri über Fusilieri. Mittlerweile ist aufgrund meiner Grenadiere, Granatiere, Generiere, Lanciere, Bombardiere, Carista, Corsaro, Legionario aus der römischen Region, Mitragliere, Maschinengewehrschütze, eine Handelsübliche, Squadrista und so weiter. Im ganzen Lauf, 16 Legionär, Soldati, Panzerung der Aufbauten. Wir haben eine Überlebensfähigkeit von 14.300, die tatsächlich im Rahmen auf dieser Stufe ist. Bei manchen Schiffen ein bisschen weniger, 11.000, 12.000, bei manchen Schiffen ein bisschen mehr, 13.000, 14.000, 15.000. Und die Aviere, und euch ist vielleicht aufgefallen, das ist nicht die Camicia Nera, quasi das Typschiff, das zuerst gebaut worden ist, sondern das spart sich Wargaming vielleicht für einen späteren Release als, Premium-Schiff auf. Wir haben ja schon die Leone hier auf Stufe 6 als Vergleichsschiff, wenn wir denn möchten. Obwohl dieses Mal das Schiff nicht verglichen wird mit der Leone, denn die Leone ist ein anderer Spielstil. Wir haben hier noch Hai und Ape. Dieses Schiff wurde lange vor der Zeit eingeführt, als Wargaming noch keinen Plan hatte, was sie denn überhaupt mit den italienischen Zerstörern machen möchten. Wobei ich ihnen jetzt nicht nachsagen möchte, dass sie jetzt einen Plan haben, was daraus schlussendlich entstehen
wird. Aber wie immer, die Schiffe sind work in progress und deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. So, Artillerie. Wir haben, naja, typisch HE und SAP. Das ist auf niedrigen Stufen, ist das wahrscheinlich ein bisschen kritisch. Also was die Schlachterei betreffen würde unter den gegnerischen DDs, denn wir wisst, wir haben 11.000, 14.000 bei 2.850 Alpha SAP. Das ist ein krasser Wert, wenn man bedenkt, dass wir auf Stufe 10 nur 3.050, also nur 200 Trefferpunkte mehr haben bei einem gleichen Reload. Gut, da haben wir 4x2, hier haben wir 2x2 und 1x1, also 5 Geschütze, die schlussendlich hier feuern können. Allerdings ist es dennoch schwierig, was das betrifft. Allerdings, sagt Wargaming, sag nicht so viel allerdings, dass dieser Wert beschränkt wird durch die ebenso unzureichende Feuerreichweite von unglaublichen 6,7 Kilometer. Das muss man sich erst auf der Zunge zergehen lassen. Das ist brutal. Wir haben hier zudem noch eine viel, viel bessere Mündungsgeschwindigkeit als auf Stufe 10. Wir haben 950 Meter pro Sekunde. Nicht, dass uns das auffallen wird bei 6,7 Kilometer Reichweite, Maximalreichweite hier wohlgemerkt. Das ist Stock mit dem zweiten Ausbau. Also alle Ausbauten, Feuerleitanlage, etc., was möglich ist bei diesem Schiff, ist drin. Und natürlich auch für die Trefferpunkte, Rumpf. Aber Stock, was Moduleinbauten und Kapitän betrifft. Da, damit ihr hier für den... Es ist schwierig zu erklären, aber ich erkläre es einfach nicht gut. Wir haben hier 10 Kilometer Torpedos mit unglaublichem Höchstschaden von 10.000 Trefferpunkten. 2x3, eine Anzahl, die unglaublich ist, bei einer Ladezeit von 70 Sekunden. Es gilt hier tatsächlich dasselbe wie auch bei der Leone. Man werfe Torpedos, wann immer man kann, bei 56 Knoten. Muss nicht sein, dass wirklich was ankommt oder man merkt es erst eine Minute später. Aber man hofft halt, dass doch ein bisschen Schaden mit dabei ist. Bei 10.000 Höchstschaden kommen halt 5, 6, 6, 7, sowas, je nachdem, auf welches Schiff man hier tatsächlich mit seinem Torpedo trifft, dann Schaden pro Treffer rum. Das ist nicht viel, das ist erschreckend wenig. Wir haben Wasserbomben. Mehr muss man dazu nicht sagen. Flugabwehr auf Stufe 6 ist, glaube ich, auch eher, dass man das wieder noch so 10 Sekunden strecken kann, wenn man darüber sprechen möchte. Aber sinnvoll ist eine andere Geschichte. Sinnvoll ist, B zu drücken, um das Ding auszumachen. Und naja, man lässt es mitschießen, weil man halt voller Hoffnung ist. Höchstgeschwindigkeit mit 38 Knoten. Schneller als der Standard-DD mit 36 Knoten, aber auch nicht außergewöhnlich schnell. Gut, auch keine Capitani Romani-Klasse Schiffe hier. Wendekreisradius 570 und eine Ruderstellzeit von 3,6, der ERDD-Standard. Die Erkennbarkeit von 6,9 Kilometer bedeutet unterm Strich, dass wir hier mit Kapitän auf 6,2, 6,3, wir bauen jetzt natürlich hier den Kapitän ein, wir gehen aber noch schnell zur Ausrüstung, damit ihr seht, wir haben hier leider keinen Speedboost, sondern wir haben hier nur den Abluftnebelerzeuger, wie wir ihn von italienischen Schiffen schon kennen. Das Einzige, was wir einbauen können, ist Steuergetriebe oder Antriebsmodifikation. Schadensbegrenzung zahlt sich nicht aus. Wir können die Hauptbatterie ein bisschen schneller drehen lassen oder das Schiff noch genauer machen, aber ganz im Ernst, auf 6,5 Kilometer braucht es auch keine 7% Streuung mehr. Das ist vollkommen egal. Und auch der Rest ist oftmals eine unnötige Ausgabe, wenn man sich die Werte anschaut, die wir dazu bekommen. Aber wir bauen sie natürlich dennoch ein. Allerdings gibt es hier kaum Stats verändernde Werte. Wir können die Hauptbatterie ein bisschen schneller drehen lassen, weil wie gesagt, die Reichweite. Dann haben wir jetzt 11,2 Sekunden, was immer noch nicht der beste Wert ist. Aber kümmern wir uns um ein paar bessere Werte. Theoretisch könnte man natürlich sagen, wir gehen über den Abwickler auf Wassereinbruch. Frage ist halt, zahlt sich das aus? Trifft da wirklich was? Zählen die Dots? Hier haben wir immer einen schnelleren oder einen direkteren Einfluss. Deswegen, ich nehme mir immer lieber den mit. Und den Last Stand natürlich. Den SP-Skiller-Experte der Überlebensfähigkeit ist auf Stufe 6 äußerst fragwürdig. Es muss im Ranked
oder im Clan-Gefecht vielleicht hin und wieder sein, wenn es mal auf Stufe 6 ist, weil viel hilft viel und wenn man die Punkte übrig hat und sie ansonsten nicht braucht, wie bei diesem DD, wo man wahrscheinlich auf Trefferpunkte angewiesen ist, kann man sie reinmachen. Im Zufallsgefecht ist er wie immer höchst fragwürdig. Das sind 2100 Trefferpunkte, gegen einen Kreuzer machst du nichts, gegen ein Schlachtschiff machst du nichts. Und gegen einen DD, da hältst du eine Salve, maximal zwei Salven, wenn schlecht gezielt, eher aus. Von mir aus, ne? Sagen wir so. Und das Concealment noch mit dazu. Und dann haben wir noch vier Punkte. Wollen wir den nehmen und wollen wir den nehmen? Oder wollen wir lieber auf Torpedo Reload setzen und von unserem Concealment von unglaublichen 6,2 Kilometern profitieren und uns nur, wenn es unbedingt sein muss, in ein Feuergefecht verwickeln lassen? Ja, das ist generell keine schlechte Idee. Man soll es nicht so oft sich in Feuergefechte verwickeln lassen. Wir kommen da schlussendlich auf eine Nachladezeit von 63 Sekunden, also jede Minute 6 Torpedos raushauen. Das bedeutet schlussendlich, könnten wir bestenfalls 19 Salven raushauen an Torpedos, weil das Ding geht halt 20 Minuten und am Anfang beginnt man nachzuladen. Allerdings gehe ich mal davon aus, dass man eher nur 12 Minuten überlebt und dann auch nicht immer sinnvolle Ziele hat, trotzdem rauswerfen. Ist eine Frage, die sich Wargaming durchaus gefallen lassen muss. Was macht man mit diesen DDs? Ich glaube, diese Antwort muss noch beantwortet werden. Aber wie gesagt, nicht vergessen, die Dinger sind Work in Progress. Dementsprechend kann sich da noch einiges ändern. Also den Mut nicht verlieren, dass wir eine wunderbare, schöne DD-Linie bekommen, die weder zu OP ist mit der SAP gegen andere DDs, und da liegt wahrscheinlich das Problem des Balancings, noch an wenig Schaden leidet aufgrund von eigentlich einer auf Granatenbeschuss ausgelegten Linie, aber dann mit einer verkrüppelten Reichweite ausgestattet und die Torpedos, die zwar lange gehen, aber na, man ist jetzt ja selbst. Was denkt ihr über italienischen Zerstörer? Sind sie kaputt, bevor sie überhaupt ins Spiel kommen, oder dreht Wargaming hier noch ein bisschen was? Vielleicht die Reichweite um 1 Kilometer, 2 Kilometer erhöhen oder den Schaden der Torpedos oder das Concealment leicht verringern, was auch relativ einfach wäre. Ja, wir werden sehen. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns wieder im nächsten Gefecht. Ciao.